Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Gründer von Obermatt und der Entwickler der Obermatt Aktiensuchmaschine. Wir sprechen ja in unseren Videos nicht nur über die Aktien, die wir kaufen, sondern auch, wie man grundsätzlich Aktien kaufen soll. Heute habe ich eine besondere Möglichkeit, dies zu erläutern, und zwar mit meinem Sohn zusammen, auch Hermann. Ich begrüße dich, Hermann, bei uns im Chat. Danke. Wir werden nämlich ein bisschen über das Anlegen diskutieren. Und zwar geht es darum, wie soll man damit beginnen? Hermann, erklär kurz, wer du bist, wo du stehst, auch mit deinen Anlagen. Ich bin Hermann Stern. Ich mache jetzt gerade eine kaufmännische Ausbildung bei der Credit Suisse und mit meinen Anlagen bin ich eher gerade am Anfang. Ich habe in ungefähr 5 Aktien bis jetzt investiert und schaue auch noch, in welche ich in der Zukunft investieren kann. Okay, das ist ja schon einiges, oder? Du hast schon in 5 Aktien investiert. Wie fühlst du dich dabei, 5 Aktien gekauft zu haben? Also ich fühle mich gut. Ich habe auch schon recht viel Dividenden, welche dieses Jahr ausgeschüttet werden. Und ich schaue jetzt halt diese Aktien, ich schaue sie nicht so viel an, da sie eigentlich für mich eher längerfristig sind. Und ich habe zwar eine Aktie schon verkauft, und zwar Daimler, also habe ich gekauft und nun bei ungefähr 10% Gewinn verkauft, da ich gefunden habe, dass es mir einfach zu, also es ist nicht genug sicher für mich. Es ist nicht genug sicher. Was ist nicht sicher an Daimler, in deiner Meinung nach? Also ich habe auch ein bisschen zu wenig gekauft, dass es sich wirklich lohnt, diese Aktie zu behalten und würde auch nur 2 Euro Dividenden pro Jahr bekommen. Okay. Deswegen war ich zufrieden mit den 10% und habe sie dann verkauft. Okay. Du hast gesagt, du hast zu wenig gekauft von dieser Aktie. Was ist denn für dich zu wenig? Ab welchem Betrag lohnt es sich zu investieren? Ich finde halt ungefähr 5% des ganzen Kapitals, welches man hat. Und ich habe dort halt nur ein Stück oder 2 Stück gekauft, welches nicht sehr viel ist. Und was war das ungefähr? Das war ungefähr um die 90 Euro. 90 Euro. Und wenn du jetzt andere Aktien investierst, welcher Betrag investierst du normalerweise? Normalerweise ungefähr ab 500 Franken. Da versuche ich so ungefähr 500 bis 1000, aber nur eigentlich nicht mehr als 1000 Franken. Nicht mehr als 1000 Franken, ja. Und so hast du jetzt bereits 5 Aktien gekauft. Erzähl mir ein bisschen, welche Aktien du gekauft hast. Also ich habe Vodouas Versicherung gekauft. Also ich habe allgemein sehr viele Versicherungen gekauft, da ich denke, dass Versicherungen sehr sicher sind und sie schütten auch sehr viel Dividenden aus. Und ich finde, dass Versicherung allgemein es sich sehr lohnt. Deswegen habe ich Vodouas, Helvetia, Swiss Life und Zürich Versicherung gekauft. Vodouas, Swiss Life und Zürich Versicherungen. Genau. Warum gerade die? Weil das waren so ziemlich die meisten, die größten Versicherungen, die auch in Schweizer Franken waren. Und die ich bei dem Kurs, den ich kaufte, fand ich, dass es sich lohnte. Okay, wie hast du das beurteilt, ob sich das lohnt? Also ich schaue gern auf Google halt die letzten, also zuerst bei Obermatt schaue ich die Ratings an und dann auch noch die letzten 6 Monate, ja, also 1 Jahr, 5 Jahre. Und dann beurteile ich, wie diese Versicherung, wie ich die Zukunft dieser Versicherung einschätze und ob sie jetzt wieder raufgeht von dem Kurs, den ich gekauft habe. Du hast ja hier die Aktien schon gesucht. Ich schalte diese Aktien vorbereitet. Zeig mir, was du jetzt an diesen Aktien gefunden hast und was dich überzeugt hat an diesen Obermatt-Rängen. Ich habe zuerst bei Vodouas Versicherung, welches mir auch von einem Kolleg empfohlen wurde. Es ist zwar eine sehr teure Versicherung, aber ich fand, dass es sich lohnte, auch die Dividenden, die man ausgeschüttet bekommt. Und ich finde, dass es ist sehr schwierig ich finde, es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Versicherung allgemein sehr tief runtergeht. Also Versicherungen sind allgemein sehr stabil und dann bekomme ich dazu noch die Dividende und dann bin ich auch mit dem zufrieden. Gut, ein paar interessante Sachen gesagt. Ein Freund hat dich auf diese Idee gebracht. Genau. Wie war das für dich, von einem Freund eine solche Idee zu erhalten? Also ich finde es sehr gut, da
Ich persönlich kann eigentlich nur in Schweizer Währungen investieren, also Aktien in Schweizer Währung. Und deswegen ist es für mich auch eher schwierig, auch als Beginner zu wissen, wo ich investieren sollte. Und deswegen bin ich für solche Empfehlungen immer offen. Was war das für ein Freund? Hat er selber in diese Aktie investiert? Nein, er hat selber nicht investiert. Er hat jedoch auch ungefähr zwei Aktien vielleicht. Aber als ich ihn allgemein fragte, was denkst du, dass in der Zukunft immer noch stabil wird sein, hat er gesagt, Versicherungen. Und Okay. dann habe ich halt dort mal ein bisschen weitergesucht und bin auf diese Aktien gestoßen. Ja. Das Gute ja bei Freunden ist, dass sie nicht ein wirtschaftliches Interesse haben, dass du etwas machst, oder? Und Ja, genau. so ein Ratschlag ist einfach neutraler. Ja. Dann bist du auf Obermacht gegangen, du hast die Ränge angeschaut, man sieht es hier, und du hast bis zum Schluss gekommen, die Aktie ist eher teuer. Warum ist sie eher teuer? Also die Vodouas-Aktie war, glaube ich, der Aktienpreis ist sehr hoch im Vergleich zu den anderen Aktien, also den anderen Versicherungen, die ich angeschaut habe. Deswegen ist sie zwar teurer, aber ich finde auch, dass dort es sehr stabil war über die letzten 6 Monate. Und ich habe auch gesehen, wie es recht geschwankt hat. Und ich habe dann gekauft, wo es unten war. Und das habe ich gefunden, dass es sich lohnt. Okay, vielleicht noch ein Tipp zur Nutzung von Obermatt, von den Obermatt-Rängen. Wenn du hier einen Value-Rang hast von 17 für Vaudoise Assurances, also die Vaudoise Versicherungen, dann bedeutet das, dass dieses Unternehmen tatsächlich eher teuer ist. Und zwar bedeutet das, dass nur gerade 17% der Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind wie Vaudoise, günstiger sind als Vodouas. Also Ja. auf der anderen Seite sind 83 Prozent der Unternehmen teurer. Also an dem sieht man sofort, auch wenn man die Aktienkurse nicht kennt und wenn man die Aktienkurse anderer Versicherungen nicht kennt, dass das eine teure Aktie ist. Ja. Der Value-Rang, den du hier siehst in der Zusammenfassung, der ist auch hier unten nochmals aufgeführt. Value. Man sieht in der Vergangenheit, war der Value-Rang 10, 17, 23, wieder 17. Also man kann auch auf die Geschichte gehen von diesem Value-Rang. Und jetzt interessiert dich vielleicht, wie dieser Value-Rang berechnet wird. Das siehst du hier unten unter Value-Kennzahlen im Detail. Hier wird angegeben, wie hoch ist dieser Kurs im Verhältnis zum Umsatz dieser Aktie. Also Kurs-Umsatz-Verhältnis heißt, der Kurs ist eher teuer im Vergleich zum Umsatz. Gerade hier, wenn du ein Rating hast von nur gerade 10 für 2020. Und du hast auch die Dividende angesprochen. Die Dividendenrendite bei dieser Aktie hat einen Rang von 30. Das heißt, du kriegst eine Rendite. Das ist schon mal gut. Im Vergleich zu anderen Versicherungen kriegst du aber eher eine kleine Rendite. Also nur gerade 30% der Firmen haben noch eine tiefere Rendite, 70% der Firmen haben eine höhere Dividendenrendite. Ja, und ich habe halt auch noch andere Versicherungen, so wie die Helvetia und Swiss Life, wo die Rendite, die Dividendenrendite höher ist. Und in meinen Augen finde ich, hat es sich gelohnt, also Okay. diese Aktie zu kaufen, auch wenn die Statistiken hier nicht so gut, also nicht dafür sprechen. Okay. Ich finde auch das ist ein wichtiger Hinweis. Wir drücken ja nur aus, was ist mit unseren Rängen. Wir drücken nicht aus, ob sich etwas lohnt oder nicht. Wir zeigen nur, dass das Unternehmen relativ teuer ist im Vergleich zur Größe jetzt bei dem Value-Rang. Aber das kann ja durchaus gerechtfertigt sein, wenn in Zukunft dieses Unternehmen noch größer wird. Ja. Oder? Also das ist ein wichtiger Punkt. Zeig mir doch die anderen Aktien, die du gekauft hast und erklär mir, warum du sie gekauft hast. Also zum Beispiel die Zürich AG war die erste Aktie, die ich überhaupt gekauft habe. Und da sind zwar die Ratings auch nicht so gut, aber die Dividendenrendite zum Beispiel ist hier sehr hoch mit nur 23% von anderen Firmen, die höhere Rendite haben. Also der Dividendenrang ist 77, oder? Ist Ja, sehr genau. gut, ja, genau.
Und ich habe das, also ich fand auch, dass sich Zürich auch sehr lohnte, weil es hatte, ich habe es noch in der Quarantäne gekauft, wo es noch alles unten war, eher im August. Und ich habe gesehen, wie es halt immer sehr stabil war und dann runterging. Und dann habe ich unten gekauft und es ist jetzt wieder sehr nach oben gegangen und bleibt jetzt sehr stabil wieder dort. Okay. Deswegen hat sich der Kauf auch für mich sehr gelohnt. Gab es noch andere Überlegungen, die du gemacht hast bezüglich Zürich-Versicherungen? Gibt es noch etwas, das dir einfällt? Ich kenne auch ein paar Kollegen, die dort schaffen bei der Zürich Versicherung, also die eine Lehre machen. Und ich finde Zürich AG, das ist eine sehr große Versicherung und ich finde, dass die eine gut, also dass sie viel in der Zukunft auch noch größer werden. Kann, ja. Okay, gut. Dann die letzte noch, die du gekauft hast, letzte Versicherung. Ich habe dann noch Helvetia und Swiss Life. Ah, Helvetia auch noch, vier, Ja, okay. genau. Swiss Life hat allgemein sehr gute Statistiken. Die Dividende ist hoch. Die Gesamtwertung ist bei 80%. Dividende jetzt bei 69%. Und ich fand auch, dass es sich hier sehr lohnte. Ich bekomme da auch sehr viel Dividenden ausgeschüttet. Und der Sicherheitsrang ist sehr hoch, was ich auch sehr schätze. Und Value ist auch sehr hoch, Ja. bei 73%. Also das ist jetzt ein Titel, der erste eigentlich von diesen drei Titeln, der außerordentlich gute Ränge hat bei Obermatt. War das die Motivation, dass du diesen Artikel, diesen Aktientitel gekauft hast? Ja, das war sicher auch, das hat sehr, sehr wahrscheinlich auch eher zum Kauf geführt, dieser Aktie. Und ich finde halt, ich schaue immer gern die Statistiken an von dem Kurs und bin dann noch mehr überzeugt, wenn es auf Obermatt auch noch eine sehr gute Rating hat. Okay. Also du schaust gern auf den Aktienkurs von früher, Ja. wo er gerade kommt, ja. Das machen viele, das weiß ich. Ja. Und ich bin ein bisschen ein Gegner von dem. Weißt du das auch oder habe ich das dir noch nicht erzählt? Nein, hast du mich noch nicht erzählt. Ja, also ich verstehe, warum man auf den vergangenen Kurs schaut, weil eben auch ersichtlich wird, ob das Unternehmen gerade an Wert verloren hat oder an Wert gewonnen hat. Aber grundsätzlich ist das eine Information, die spiegelt, wie der Markt das Unternehmen einschätzt. Und diese Einschätzungs-, diese Meinungen in der Vergangenheit, die sind für die Zukunft nicht so wichtig, oder? Also die neueste Meinung ist im neuesten Aktienkurs abgebildet. Ja. Und deshalb sage ich immer, es ist gefährlich, zum Beispiel zu verkaufen, wenn der Aktienkurs fällt. Du hast es jetzt aber anders gemacht. Du hast oft gekauft, wenn du der Meinung bist, er ist gefallen und jetzt ist er günstig. Ja. Ja, genau, das ist sicher schon etwas Besseres. Mhm. Und da gibt es aber auch Meinungen, Aktien zu kaufen, wenn der Aktienkurs gerade gestiegen ist. Und das sage ich, ist auch nicht wirklich ein guter Grund, weil vielleicht ist er jetzt auf diesem Niveau, wo er sein sollte und nicht unbedingt ein Ausdruck für noch weitere Gewinne. Das ist das, was ich sage grundsätzlich. Ich persönlich finde auch, dass Aktien sind eher etwas Längeres, also längerfristig. Ich behalte meine Aktien sicher jetzt ungefähr 6 bis 10 Jahre und deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht nur, sobald es heruntergeht, wieder verkauft, da man sehr wahrscheinlich, es kommt halt darauf an, was für eine Firma es ist und in welchem Bereich diese tätig sind, aber dass das wieder raufgeht. Und eigentlich sollte man nicht zu viel auf das schauen, denn wenn man weiß, dass die Firma eher nicht zum Beispiel Konkurs geht oder eher nicht sehr viel Schaden nimmt, dann ist es ja eigentlich wichtig, was du am Schluss hast, nach diesen 6 Jahren zum Beispiel, und was dort dann der Kurs ist. Ja, genau, absolut. Das ist sicher eine gute Philosophie, dass die Aktien längerfristig gehalten werden, oder? Weil du dann ja regelmäßig auch die Renditen erhältst und nicht so davon abhängig bist, was gerade mit dem Kurs passiert ist. Genau, und ich finde auch, ich habe sehr viele Lehrlinge, die auch bei der Credit Suisse schaffen und die auch auf mich zugekommen sind, weil ich auch in Aktien investiere. Und sie fragen mich halt, wie das alles funktioniert und dann erkläre ich es ihnen, aber ich mache ihnen auch sehr klar, dass eigentlich Aktien längerfristig sind. Denn viele schauen halt einfach
ja, zum Beispiel Bitcoin ist sehr raufgegangen, dort hätte ich ja kaufen können und viel Geld verdienen, aber Aktien selber sind eigentlich etwas längerfristig und zum Beispiel wie Daytrading ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen und deswegen sage ich Ihnen, wenn du bereit bist, wenn du das Geld hast und das Geld nicht brauchst, dann kannst du es gerne in Aktien investieren, aber zum Beispiel, wenn du es auch wieder brauchst und jetzt eher kurzfristig investierst, würde ich eher für Kryptowährungen oder zum Beispiel Devisen vorschlagen. Also, dass man eher Devisen kauft, zum Beispiel. Gut, das kannst du. In deinem Alter ist es nicht so schlimm, wenn man das Geld verliert. Muss sich aber bewusst sein, also wenn jemand das Geld wirklich kurzfristig braucht, dann sind solche Anlagen zu gefährlich, oder? Ja. Das muss man schon wissen. Also wenn das Geld gebraucht wird für ein Wohneigentum, dann kann man es nicht in hochspekulative Anlageklassen investieren. Du hast ja Geld verdient, das hast du jetzt in dein Aktiendepot einbezahlt. Du hast auch ein bisschen Startkapital gekriegt auf deinen 16. Geburtstag. Wie viel Prozent von deinem Kapital hast du schon investiert und wie viel Prozent wirst du noch investieren? Ich habe jetzt ungefähr um die vielleicht 5% von meinem Kapital investiert, denn ich will nicht alles sofort investieren. Ich habe jetzt das Startkapital und ich möchte halt jeden Monat ungefähr ein bisschen investieren, damit ich nicht alles gleichzeitig investiere und dann zum Beispiel könnten alle Aktien runtergehen, damit es auch ein bisschen wie, also vergrößert wird. Ja, absolut. Gut, also, was hast du sonst noch gekauft? Dann habe ich noch Orell Füssli gekauft. Ich Orell glaube, Füssli das. ist deine Buchhandlung, Also, ja, dein genau, ein Verlag. Buchhandel. Ja. Und jetzt bei Orell Füssli habe ich gesehen, es ist auch sehr runtergegangen in der Corona-Krise, weil halt nicht viele Leute Bücher gekauft haben. Aber Orell Füssli ist eigentlich einer der größten Buchhändler in der ganzen Schweiz. Und da wusste ich, also diese Aktienkurs geht sicher wieder rauf, weil jetzt in der Corona-Krise ist er natürlich runtergegangen. Und man verdient auch sehr viel, also es wird auch sehr viel Dividende ausgeschüttet, wie hier gezeigt wird, 90%. Der Value-Rang ist sehr hoch bei 81. Und ich persönlich finde, dass Orell Füssli. Es ist sehr schwierig, dass Orell Füssli wieder runtergeht, also weiter runter, als es das war bevor der ganzen Corona-Pandemie. Ja. Da gibt es ja auch noch diesen Aspekt von Amazon, oder, der den Buchhandel zurzeit dominiert. Und da bin ich der Meinung, dass Amazon massive wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten hat. Also, dass Europa und auch die USA vermutlich nicht mehr lange dulden werden, dass Amazon ein solches Monopol hat auf dem Handel von jeglichen Produkten, jeglichen Gütern und Dienstleistungen. Und wenn dieses Monopol gebrochen wird, profitiert natürlich auch eine Orell Füssli. Ja, und ich persönlich finde jetzt nicht, dass Amazon in der Schweiz sehr erfolgreich wird, weil sonst wären sie es ja schon. Aber wir haben ja kein Amazon in der Schweiz. Und sie haben zwar ja auch sehr viele Bücher und auch Online-Bücher, wie zum Beispiel Kindle, aber ich kenne viele, also Kollegen, wo auch eher Tolino benutzen würden als Kindle, weil das, also Kindle ist viel schwieriger zu bekommen, weil Amazon ja in der Schweiz nicht erhältlich ist. Ja, absolut. Ja, Torino ist auch eine offene Plattform. Also spricht schon einiges dafür, dass diese Konzentrationserscheinung bei Amazon, dass die unter Umständen gestoppt wird und dass dann gerade der Runner-up oder der nächste an der Reihe, Orell Füssli, sehr davon profitieren wird. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist eine spannende Idee, wäre ich jetzt persönlich selber nicht drauf gekommen, mit diesen guten Rängen. Also wenn ich das jetzt mal anschaue, Kursumsatz ist ein typischer Rang, aber sie machen offenbar deutlich mehr Gewinn, oder? Also Kursgewinn ist höher, also sie machen im Verhältnis zum Umsatz mehr Gewinn als andere ähnlich gelagerte Unternehmen. Kursbuchwert ist ein bisschen eine Frage, wie relevant das ist für einen Buchhandel, weil Buchwert ist
sind Maschinen, Anlagen häufig, und die immateriellen Werte, wie der Markenwert von Aurel Füssli, spiegelt sich oft im Buchwert nicht. Das ist ein bisschen ein Problem mit der heutigen Buchhaltung, dass die Buchhaltung, so wie sie heute aufgebaut ist, geht von der Idee auf, man muss Maschinen kaufen, die etwas produzieren und die das dann für eine gewisse Zeit produzieren können, also vielleicht 10 Jahre. Und dann schreibt man diese Maschinen über 10 Jahre ab und der Wert von den Maschinen wird immer kleiner. Jetzt hast du aber bei Aurel Füssli hast du viel Geld eigentlich im Marketing, oder? Also die geben Geld aus, dafür bekannt zu werden. Das geht nicht in die Bilanz und das sieht man gar nicht. Also ihr echter Wert sieht man nicht. Man spricht dort von immateriellen Werten. Und deshalb ist der Kurs Buchwert jetzt bei Aurel Füssli nicht so relevant. Oder relevant ist Kursumsatz, Kursgewinn und sicher auch die Dividendenrendite. Und das führt dann zu einem sehr hohen, zu einer sehr hohen Gesamtwertung Value von 81. Ja, finde ich eine ganz spannende Aktie. Hat es noch etwas? Oder was, hast du noch etwas anderes gekauft? Oder war nice. Also das war alles, was ich gekauft habe bis jetzt. Okay. Das heißt, du wirst jetzt ein bisschen warten, bis du wieder investierst? Ja, ich werde jetzt, also ich habe vor eine Woche ungefähr investiert und jetzt werde ich sicher noch einen Monat ungefähr warten, werde ich Ideen sammeln und diese aufschreiben und dann diese genauer wieder anschauen und dann wieder mal investieren. Okay, wo suchst du diese Ideen jetzt für die nächsten 4 Wochen? Ich suche die vor allem auf Obermatt und alltäglich zum Beispiel Firmen, die ich interessiert bin und denke, dass die eine Zukunft haben, schaue ich auch zum Beispiel, ob das jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder nicht. Und dann will ich mir diese aufschreiben und dann genau untersuchen. Also ich danke dir für dieses erste Gespräch. Danke dir. Und schauen wir zu, was wir da an neuen spannenden Aktien finden. Und dann diskutieren wir wieder, was wir gekauft haben. Gerne. Okay. Danke dir. Okay.